Hallo ihr Quirlinge, es geht weiter mit Gaskurin auf seiner Reise mit den Gefährten in Richtung Neshkel. Aber das ist nur ein fernes Ziel. Sie sind momentan unterwegs irgendwo, ich mach das mal weg, irgendwo in der Wildnis zwischen dem freundlichen Arm Beregost und Kerzenburg und werden hier mal ein bisschen sich die Wildnis anschauen. Der Jäger Aolf sagte, dass das hier gar nicht so wild ist. Und ja, vielleicht entdeckt man hier noch irgendwas. Stichwort schöne blinkende Ringe unter einem Stein im Wald. Warum nicht? Aber um die zu sehen, müsste ich hier mal das anschalten. Bin euch weit voraus, Chef. Und dann legen wir mal los mit der Erkundung dieses Gebiets. Und stoßen auf kranke Kreischlinge unverletzter Art. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Aber ich glaube, meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Das ist für unsere Helden überhaupt keine Herausforderung mehr. Oder vielleicht doch? Yahira bekommt einen Kratzer ab und ärgert sich. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aber ansonsten passiert nicht viel. Den Stein hier unten haben wir uns noch gar nicht angeschaut, glaube ich. Lion's Way. Der Weg des Löwen. Kerzenburg im Westen. Aha. Also, die Straße nach Kerzenburg wird Weg des Löwen genannt. Warum das so ist, das weiß Gaskuri nicht. Die Geschichte der Region hat ihn nie besonders interessiert. Er macht lieber Schießübungen. Nein, vielmehr Imoen tut das. An Kreischlingen. Apropos Schießübungen, Liebes, du hast doch kaum noch Pfeile, oder? Noch 27. Wir müssen dran denken, dir Pfeile zu kaufen. Steht ganz oben auf meiner Liste. Spätestens in Beregost. Oh, da blinkt was. Und diesmal sieht's Imoen. Du bist ja ein komischer Kauz. Ja, weil ich dir irgendwie was Gutes andichte, bin ich ein komischer Kauz, ja? Ich hab genug davon. Ja, jetzt zick nicht rum. Hier, Imoen sieht etwas blitzen auf diesem Stein. Und entdeckt dort einen weiteren Ring. Und Gascoigne nimmt ihr den sofort aus den Fingern und denkt ja? sich... Ja? Was wollt ihr? Wow, also wow im Sinne von, wir nehmen den mal auf. Denn ich verschwinde jetzt. Und ja, Imoen guckt sich den auch vorher an. Der ist hübsch. Aber... Und wahrscheinlich auch magisch, aber sie kann damit nichts anfangen. Auch Jahira wirft mal einen Blick drauf. Kann damit aber auch nichts anfangen. Also wandert dieser Ring zu Gaskurin, der schon die nächsten 100 Goldstücke gedanklich abzieht von der Habe der Gruppe, aber das kann nicht mehr lange so gut gehen. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aber er würde deswegen jetzt auch nicht 8 Stunden zurückwandern zu Gelana Spiegelschatten. Nein. So weit geht die Neugier dann doch nicht, denn in Beregost, was sowieso am Weg liegt, wird es wohl auch irgendwie eine Möglichkeit geben, das identifizieren zu lassen. Aber ein schöner Fund im Wald. Überall gibt's Ringe, wer hätte das gedacht? Dann schaut euch mal hier dieses andere Areal an. Hier geht's den Berg hinauf. Obacht vor irgendwelchen Trollen, Harpyen oder irgendwelchen Felsengolems. Aber alles nicht hier. Alles nur Gothic, was ich erzähle. Werfe einen Blick hinunter in die Schlucht, aber da entdeckt ihr auch nichts. Nö. Nee. Schubst euch nicht aus Versehen gegenseitig runter. Das wäre mir auch wichtig. Und wenn hier nichts weiter ist, dann gehen wir mal nach unten in den Wald. Ah, nix.
Nun gut. Die Gegend scheint recht ungefährlich zu sein, aber wer weiß schon, ob das stimmt, was Aolf sagte. Bisher hat es aber ganz den Anschein. Ja, irgendwas habe ich gerade gehört. Oder war das nur das Knarzen der Lederrüstung der Helden? Das kann auch sein. Oh, da ist ein unverletzter Wolf. Oh, ein Wolf kommt selten allein, das wissen alle Helden. Zurück. Aufstellung. Und Angriff. Du hast es so gewollt! Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Oh, Khaled wird verwundet. Und der Wolf ist ein deutlich würdigerer Gegner. Wow, das habe ich mir aus Versehen laut gedreht hier. Gerade als die Fanfare kam. Wow. Also, Khaled ist verwundet. Das sieht aber noch nicht so schlimm aus. Hä? Und deswegen vorsichtig weiter gepirscht. Steht ganz oben auf meiner Liste. Aber mit einem ganzen Rudel Wölfe würden sich die Helden nicht anlegen wollen. Das steht fest. Deswegen mal ganz vorsichtig hier um die nächste Baumgruppe gespäht. Ob das da genauso unfreundlich ist, wie sie sich das vorstellen in ihren Albträumen. Speichern. Ein Oger möchte Khalids Gesicht zermalmen. Warum, weiß man nicht, weil sein eigenes ist nicht schöner als das von Khalid. Und alle Helden schauen sich furchterfüllt an und beschließen, Fersengeld zu geben. Steht ganz oben auf meiner Liste. Weil ein Oger ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Gegen einen Oger hat auch Gasgreen noch nie kämpfen müssen, was die Illusion... die Illusionen von Ober anging. Ein Oger sagt ihm gar nichts, aber ein Oger gehörte nicht zu den leichten Gegnern, die Ober beschworen hat. Insofern Flucht erscheint hier ratsam. Und der Oger bricht die Verfolgung ab. Huiuiuiui. Also die Helden merken sich, es ist irgendwo ein Oger unterwegs im Wald, südlich des freundlichen Arms, und ich bin mal gespannt. Ah ja, hier oben kann man noch lang gehen. Das sollten wir dann noch tun. Wenn wir gerade mal hier sind. Da oben rauf. Aber hier geht es dann auch nicht weiter, richtig? Ja, hier oben noch ein Stück. Sehe ich da irgendwas? Nö. Da ist hier einfach nur, ja, so ein halber Abhang. Hier kommt man gar nicht hin. Das ist genau das, was ich bezwecke mit diesem Gebietskartenhintergrund. Dass man das sehen kann und nicht irgendwie den verzweifelt den Weg dorthin sucht, und den gibt es gar nicht. Nun gut, also hier ist Ogre-Territorium. Das wollen wir uns merken. Und es geht für die Helden aber erstmal dort weiter, in unmittelbarer Nähe der Straße und damit hoffentlich ungefährlich. Ist hier irgendetwas? Ist der Oger zurückgetapst? Noch eine Klippe. Das Gelände ist zerklüftet. Ja. Geröll rutscht hinunter. Oh, hier können sie wahrscheinlich runterlaufen. Kann das sein? Ja, da kann man runtergehen. Hier hinten ist irgendwo der Oger. Da würden die Helden jetzt nicht unbedingt super weit weitergehen wollen. Wobei sich hier an der Klippe zu... Oh. Oh, das weckt doch ihr Interesse. Was wollt ihr?
Okay, Imran kann nicht schleichen. Schade. Ein paar Planwagen. Umgestürzt und kaputt. Opfer eines Überfalls sind ja die Planwagen von der Straße hierher gerollt worden, um hier ein geschütztes Nachtlager einzurichten. Imoen, lass es einfach. So viel kann ich über diese Planwagen nicht reden, bis du mal deine im Schatten verstecken Probe schaffst. Insofern, Khaled ist der größte Dürre, aber Jahira ist vorsichtig und sagt, nee, du gehst mir dort nicht hin, bevor ich dich nicht wieder aufgepäppelt habe, ordentlich. Wer weiß, was da passiert ist. Wenn niemand besser geeignet ist. Nein, das ist richtig. Niemand ist da besser geeignet. Oh. Khaled erspäht eine Leiche. Und Fliegen. Aber dann sind auch irgendwelche Aasfresser vielleicht auch mit von der Partie, gell? Er pirscht sich langsam voran. Ja, man hat eine Wagenburg hier aufziehen wollen, offensichtlich. Aber das ist nicht wirklich gelungen. Ein toter Wächter der Karawane? Ah, die Räuber können es nicht gewesen sein. Khaled sieht aus der Entfernung schon das Schwert und den Schild des Wächters. Die bestehen seiner Erfahrung nach wohl aus Eisen. Das Schwert ganz sicher, der Schild wahrscheinlich. Also können die Angreifer nicht die Eisenräuber gewesen sein? Vielleicht der Oger? Möglich. Der ist ja ganz in der Nähe. Also, Khaled findet einen kleinen Schild und ein noch brauchbares Bastardschwert. Und hier unten einen Silberring und einen Feuerachrat. Und es fängt auch in dieser Episode wieder an zu regnen. Schön. Was ist das? Das ist eine überfallene Karawane, tatsächlich. Also hier war der Oger. Und da die Karawane. Die Helden zählen 1 und 1 zusammen und schieben die Schuld mal dem Oger in die Schuhe. Und Khaled möchte ihm nicht zu nahe kommen, deswegen bringt er sein Beutegut dann doch wieder zu den anderen in Sicherheit und erzählt, was er gesehen hat. Auch wenn er einige unappetitliche Details ausspart. Und ja, hier oben hin in diesem Bereich wollen sich die Helden jetzt nicht wagen. Stattdessen hat ihnen hier dieser Weg es angetan und ihr Interesse geweckt. Was habt ihr dieses? Steht ganz oben auf meiner Liste. Da wird Khaled auch wieder zugerufen, dass man sich den mal näher anschaut, wenn das denn nach unten führt überhaupt. Oh, das sieht so aus. Das Gute an dem Geröll ist, man sieht von oben, wo man hintapst. Und da kann eigentlich ein Gegner auch erstmal nicht angreifen. Oh. Und sie stoßen auf einen weiteren Wagen. Was ist denn hier los? Ich tue mein Bestes. Gehört er ja dazu? Es ist keine Leiche zu sehen, nur eine Kiste. Oh, doch, eine Leiche. Kann ein einzelner Oger so viel Schaden anrichten? Ah, vielleicht wollte der Wagen fliehen und ist runtergestürzt vor der Klippe. Oder ist es eine ganz andere Karawane? Khaled entdeckt 7 brauchbare Goldmünzen sowie nichts. Und da ist jemand namens Yase und das scheint sich um ein Kind zu handeln. Und Khaled winkt die anderen heran. Steht ganz oben auf meiner Liste. Weil das ist ja nun wirklich außergewöhnlich. Vielleicht ein überlebendes Kind dieser Karawane. Bin euch weit voraus, Chef. Hi, Kleiner. Ihr seht aber komisch aus. Na, du auch und deinen blauen Boxershorts. Ja, sie sagt, kommt bloß nicht näher, sonst rufe ich Mama und die verpasst ja eins mit dem Gürtel. Hm.
Gaskurin glaubt, dass Yase ein Überlebender der überfallenen Karawane ist und hat da ein bisschen Mitgefühl durchaus, weil er ja in einer ähnlichen Situation ist. Allein und der ehemaligen Heimat beraubt. Insofern ist er im Moment ganz entspannt und antwortet: Ja, er antwortet: Entspann dich, Kind, ich tue dir nichts. Natürlich, das haben diese anderen Räuber auch gesagt. Und dann haben sie gleich eine Karawane überfallen, die gerade die Stadt verließ. Das war ein Haufen Lügner, genau wie du wahrscheinlich. Hau ab! Okay. Bleib doch, wo der Pfeffer wächst, ruft Gaskuin ihm noch hinterher. Khalid und Shahira finden das komisch, aber... Bin euch weit voraus, Chef. Gaskurin denkt sich, wenn dieses welterfahrene Kind so ein weitreichendes Urteil fällen mag, dann sei dem so. Aber wir haben immerhin erfahren, dass Räuber die Karawane überfallen haben. Räuber klingt nicht nach dem Oger. Aber wir haben es ja auch mit zwei Karawanen zu tun. Eine da unten, eine da oben. Der Oger kann schon sehr wohl etwas mit einer der überfallenen Karawanen zu tun haben. Und Beregost ist ja ganz in der Nähe. Diese Karawane ist also überfallen worden, als sie Beregost verlassen hat. Und was sind das für welche Xwarte? Wir lassen sie kommen. Du hast es so gewollt! Um nicht noch mehr zu pullen. Und da ist der Gegner dahin. Wer war's denn? Gaskuin war's, jawohl. Gibt aber gar keine Erfahrung. Aber vielleicht erst, wenn wir... Doch, es gibt Erfahrung. 15, okay. Also kein ernstzunehmender Gegner. Kann ich euch behelfen? Man kann's ja mal versuchen. Ja. Es gibt ein bisschen Blut, einen Sonnenstein. Was ist das? Der Sonnenstein ist ein Feldspat, der mit dem Mondstein verwandt und allgemein unter dem Namen Oligoklas bekannt ist. Der Sonnenstein kann farblos oder leicht grünlich sein und eine Kristallfläche aufweisen. Am häufigsten kommt jedoch seine weichere Variante Carbochron vor. Dazu gehören Edelsteine mit leuchtend roten oder orangefarbenen Einschlüssen, die parallel in einer fast farblosen Umgebung eingebettet sind und dem Stein einen goldenen oder rotbraunen Ton verleihen. Her damit. Und Gold und ein Kurzschwert. Moment mal. Kurzschwert. Imoen behauptet, sie wäre darin geübt. Stimmt das? Tatsächlich. Imoen ist geübt im Kurzschwert, im Umgang mit selbigem, und hat bisher nur einen Dolch. Das ist doch dann mal ein Treffer. Imoen, deine Pfeile sind eh bald alle. Dann nimm mal das da. Sehr gut. Und geht ein bisschen vorsichtiger ganz voran. Oben auf meiner Liste. Wer weiß, wie viele Xwarte da noch lauern. Hier könnt ihr auch die Wildnis wechseln. Guckt mal nach. Ah ja, Larswood. Auch das haben wir jetzt aktiviert. Steht ganz oben auf meiner Liste. Und sind noch weitere Xwarte hier? Nein, wir nähern uns schon wieder der Region des Ogers. Da wollen wir aber nicht hin. Nee. Dann lieber im Gewirschenregen hier runterlaufen.
Und damit haben wir das hier ganz gut ausgekundschaftet. Die Ecke noch und dann müssten wir es überlegen. Ja, wir werden wohl, ja eigentlich möchte Gasurin ganz gern nochmal mit diesen komischen Käuzen da reden, in der Nähe des Hinterhalts. Ganz dringend sogar, weil die wissen vielleicht irgendwas. Andererseits, es ist spät, die Helden sind schon wieder nass. Khalid und Jahira müssen ein bisschen regenerieren. Die Reise war lang. Die Helden haben schon 8 Wanderstunden auf den Buckeln. Insofern ist es vielleicht auch keine so schlechte Idee, erst einmal in Beregoths Station zu machen. Aber auch nur, um dort Station zu machen. Gasgrill möchte jetzt nicht hier irgendwo in der Wildnis lagern, wenn sich das vermeiden lässt. Da ist wieder jemand. Andut. Heda! Schnell, nach Beregost muss ich. Gouverneur Keldat muss erfahren, dass Verstärkung zu ihm unterwegs ist. Beregost soll gegen Angriffe aus Amn befestigt werden, obwohl Amn solche Absichten leugnet. So etwas leugnet man natürlich. Diese falschen Schlangen. Platz für den Boden. Okay. Gasri zeigt ihm den Vogel. Und Beregost ist eigentlich in einer ganz anderen Richtung, Andut. Ach, einmal mit Profis. Beregost ist nämlich hier unten, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir machen mal hier den Weg auf. Genau. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, Beregost ist halt so eine Sache. Dort kann man gut sich einquartieren. Und Gasgrün überlegt gerade, na, es ist schon sinnvoll, sich gegen Kreischlinge zu wehren. Und zwar jetzt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Gasgrün denkt sich, es ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, Beregost erst einmal als Hauptquartier zu benutzen. Weil es liegt halt am nächsten an seiner alten Heimat Kerzenburg. Oh, freundlicher Arm ist auch nicht viel weiter weg. Doch ist er. Weil zum freundlichen Arm sind es nämlich 8 Stunden und nach Beregost nur 4. Also von Beregost als neuem Hauptquartier erst einmal hier diese Sache mit dem Hinterhalt sich anzuschauen und ja, Beregost selbst sich anzugucken. Da gibt es ja einiges zu tun. Spinnen im Keller und solche Geschichten, weswegen man sowieso nochmal nach zum freundlichen Arm zurückkehren muss, wenn man das erledigt hätte. Und Neshkel erstmal Neshkel sein zu lassen, aber sich zumindest schon mal grob ein bisschen in diese Richtung vorzuarbeiten, um auch Khalid und Jahira ruhig zu stellen. Das sind so gerade Gasgrins Überlegungen. Und die werden aber unterbrochen von... Oh, was muss ich denn hier machen? Ich muss dahin gehen. Vom Loot, den wir hier haben. Die Kreischlinge haben etwas Loot gelassen. Nämlich... eine Blausteinhalskette. Oh. Und hier ein bisschen Gold. Und Imoen schaut sich diese neue Halskette an und sagt, oh, darf ich die haben, darf ich die haben? Und Gasgrün zuckt mit den Schultern, na klar. Und die Diebin tauscht die Blausteinkette aus. Oder vielmehr die Tigerkaurischnecken-Hauskette gegen die Blausteinkette. Ja, bin euch weit voraus, Chef. Und dann nehmen die Helden die Erkundung im Regen wieder auf. Es wird dunkel allmählich. Es ist... Na, wobei, es ist 13 Uhr, es ist überhaupt nicht dunkel. Nur der Regen macht's dunkel. Und hier im letzten Winkel ist auch nichts mehr zu entdecken. Nein, nein, nein. Dann hier oben womöglich noch. Ja, und dann wäre wohl Beregost dran. Ja, eindeutig. Nun gut, das ist hier diese Wildniskarte. Hat die einen besonderen Namen? Nein. Also, das haben wir erkundet. Das hier sind Sachen für irgendwann später mal. Beregost ruft... soll gegen Amn verteidigt und befestigt werden. Ja, wer es glaubt, wird selig. Der Bote ist in die völlig falsche Richtung gerannt. Und die Helden
können, da sie unten Beregos aufgedeckt haben, jetzt ganz gemütlich hier oben ans Reiserad laufen. Und dann mal ihr neugieriges Näschen in Richtung Beregos schieben. Reisedauer 4 Stunden. Dann kommen sie 17 Uhr an, das ist eine gute Zeit. Womit kann ich dienen? Um eine Taverne aufzusuchen. Wenn sie nicht vollgequatscht werden, was sie aber werden. Diesmal ist Golin Wendt der Schuldige und sagt: Wisst ihr, wo ihr hin müsst? Ihr seht recht umgänglich aus, daher will ich euch meine Dienste als Stadtführer anbieten. Was genau wollt ihr hier in Beregost? Gasgrün ist misstrauisch. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, ihn hier fortzujagen. Deswegen die zweit-gaskurinische Variante. Ich will mein wenig Luxus gönnen. Welches ist das beste Wirtshaus in der Stadt? Das beste Wirtshaus ist mit Sicherheit das von Feldepost. Und die Leute sind dort außerdem sehr nett. Viel Lokalkolorit. Feldeposts Wirtshaus liegt im Südwesten der Stadt. Ja, danke. Na, der ist komisch. Warum ist er so nett zu irgendwelchen Fremden? Bin euch weit voraus, Chef. Wer weiß, vielleicht will er uns ausspionieren und irgendwelche finsteren Gestalten und Meuchelmörder wieder auf Gasgrins Fersen hetzen. Im Südwesten hieß es. Na dann, oh, das ist irgendwie der Hinterhof hier. Wir müssen vermutlich, wobei Westen würde ja passen. Hier ist der Kartenrand. Südwesten wäre hier, aber ich glaube, wir gehen hier durch die Mitte. Ja, ein kleines Dörfchen. Aber doch recht viele Einwohner. Überraschend viele im Vergleich zur Kerzenburg. Und bisher aber noch kein Wirtshaus zu sehen. Ein Stadtschreier. Der aber zum Glück gerade den Mund hält. Ah, das hier klingt wie Feldeposts Wirtshaus. Genau so hat sich Gasgrin das vorgestellt. Hinein. In die gute Stube. Ihr da, raus jetzt! Bitte? Ich will euch hier nicht mehr drin haben. Bitte? Mal kommt an. Oh. Hey, ihr da, verschwindet! Solche Gesindel wie euch können wir hier nicht gebrauchen. Hey, sagt's ihnen, Marl. Und jemand namens Duncan, der kurz davor ist, den Donut zu erfinden. Hey, sag's ihnen, Marl. Gasgrün ignoriert die. Wo ist denn ihr Feldepost? Marl lässt sich nicht ignorieren. Hey, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch verdünnisieren. Wir können keine Fremden gebrauchen, die hier Unruhe stiften. Gasgrün ist genervt. Ein Wort noch und ich schwöre, ich werde euch umhauen. Aus dem Weg. Ihr wollt mir drohen? Hier, an meinem eigenen Wohnort, wollt ihr mich bedrohen? Ihr müsst euch ja für sehr stark halten mit eurem Schwert am Gürtel. Warum lasst ihr nicht die Rüstung fallen, die ihr da anhabt, und tragt euer Fell zu Markte, statt nur große Töne zu spucken? Oh, Marl will's wissen. Attacke. Hä? Ja, Marl, Duncan macht nicht mit. Ja, das werden wir doch wohl hinkriegen zu viert, oder? Oder auch nicht? Rückzug für Jahira. Ist der so gut oder hat die einfach nur Pech gehabt? So gut wie erledigt. Jahira geht mal weg. Und behandelt sich selbst. Da
Das sieht irgendwie nicht so aus, wie das sich Gascoigne vorstellt. Mach mal sprühende Farben. Oh. Ja, das macht auch ein paar Bürger hier gaga, aber das interessiert Gascoigne gerade nicht. So, es hat aber auch den Kollegen Marl ohnmächtig werden lassen. Und er hat noch dazu 14 Schaden kassiert. Also Angriff. So. He started it. Errungenschaft. So, die Bürger würde Gascoigne erstmal nicht weiter angreifen. Wir sind halt nur ohnmächtig geworden. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Und das hier ist die Beute von Mao. Ja, her damit. Strafe muss sein. Ob der jetzt tot ist oder nur bewusstlos, das weiß niemand so genau. Steht ganz oben auf meiner Liste. Duncan? Hey, klick nicht auf mich! Ich will keinen Ärger! Ihr mordendes Ungeheuer, die flammende Faust wird sich eurer annehmen. Aha. Ja. War wohl doch ein Mord. Aber der hat angefangen, was soll ich denn machen? Wo ist ein Feldepost? Gascoigne denkt sich nichts dabei. Oh. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Feldepost? Schankwirt, vielleicht bist du das ja. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Bei mir ist das Bier billig. Das hört sich gut an. Lasst euch bitte nicht sehen. Fremde sind zurzeit nicht wohlgelitten. Das haben wir gemerkt. Was wollt ihr denn? Was habt ihr anzubieten? Wir möchten ein paar Dinge verkaufen. Und zwar zum Beispiel, Imoen kramt ein paar Sachen heraus, von deren Herkunft sie jetzt nicht weiter beschreiben möchte. Kann sie gar nicht verkaufen. Warum nicht? Ja, diese beiden Sachen gehen auf alle Fälle. Verkaufen. Wir haben noch einen Silberring. Ach, der nimmt Waffen und Zeug gar nicht an, oder wie? Solche Sachen nimmt er aber gerne. Na, diese Lederrüstung nimmt er auch. Erstaunlich. Hm. Ja, so ist das. Na gut. Es gibt ein interessantes Inventar hier, aber Gascoigne möchte dafür jetzt kein Geld ausgeben. Er ärgert sich über diesen Penner an der Tür und überlegt sich, ob die Helden nicht vielleicht direkt hier schlafen gehen sollen. Es ist noch nicht wirklich spät. Aber sie sind 8 Stunden gelaufen, Kalit geht's nicht ganz gut. Und sie wollen ja eigentlich am nächsten Morgen wieder sehr früh aufbrechen, um diesen Ort des Hinterhalts sich näher anzuschauen. Das ist ja momentan Gascoignes drängendstes Vorhaben. Insofern wird genau das getan. Dazu muss ich aber wieder neu auswürfeln, was Gascoigne jetzt für Zauber bekommt. Also dann. Und das ist das Ergebnis. Einmal magisches Geschoss und dafür einmal eine halsgewackte Hexerei weniger. Damit kann man doch wohl arbeiten. Was habt ihr anzubieten? Ja, Edelmann natürlich. Und ruht's euch aus. Halt. Was ist hier los? Es kann sein, dass die Bürger irgendwie mieten. Ihr könnt nicht rasten, es sind Monster in der Nähe. Das sind keine Monster, das sind Bürger. Die jetzt langsam wieder ihre Ohnmacht abschütteln und böse werden. Wir gehen mal hoch und gehen wieder runter. Vielleicht sind sie ja dann. Steht ganz oben auf meiner Liste. Immer noch genauso aufgekratzt wie eh und je.
Gasgrün denkt sich, meine Güte, nur weil ich ein bisschen Farben in die Luft habe, in der Luft habe tanzen lassen, machen die so einen Terror hier gleich und beschweren sich beim Wirt darüber. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, es sieht so aus, als ob wir hier nicht einkehren können. Das ist sehr schade. Nun gut. Bin euch weit voraus, Chef. Also doch ein anderes Wirtshaus. Wenn man nur wüsste, wo eins ist, aber es scheint ja mehrere zu geben. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Also, wo ist wohl noch ein anderes Wirtshaus, wo es weniger dumm im Weg rumstehende Gäste gibt? Ah, sie standen ja nicht, sie saßen. Oh, mit Springbrunnen und sogar. Mensch, denke ich, ist aber gut hier. Welches Kuhkaff hat schon einen Springbrunnen? Was ist das? Landrins Haus. Ah, Landrins Haus. Das ist das mit den Spinnen. Und sie schrieb, es ist westlich von irgendeinem windigen Schwindler. Was dafür spricht, dass wir hier eine andere Lokalität haben. Der windige Schwindler, naja, das klingt jetzt nicht so einladend. Aber hoffentlich sind die Betten sauber. Und hoffentlich hat Landrin überhaupt die Wahrheit erzählt. Ja, es scheint so. Kann man hier einkehren? Es ist der windige Schwindler. Na, hier gibt es erstmal keinen Terror beim Eintreten. Ist schon mal gut. Steht ganz oben auf meiner Liste. Das Ding hat einen Pluspunkt. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Und da kommt eine Gurke. Ja, ja, jetzt weiß es bald jeder. Alle zeigen mit dem Finger auf mich. Der alte Gurke hat sich im Mantelwald von einer Bande armseliger Tastoi den Umhang vom Leib stehlen lassen. Ja, ja, ich kann's schon nicht mehr hören. Und wenn noch einer einen blöden Witz darüber macht, dann serviere ich ihm seine eigene Leber zum Abendessen. Und jetzt geht weiter, damit die anderen in der Schlange auch mal lachen können. Wie bist denn du drauf? Verkrümel dich, Gurkes Umhang, eine neue Queste. Gurke, einem heruntergekommenen alten Zwerg in Beregost, wurde sein angeblich berühmter Umhang von einer Gruppe Tastloi im Mantelwald gestohlen. Daher kommt der Name. Nach unserer kurzen Begegnung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun muss, um seine schlechte Laune aufzuheitern. Nein, muss ich nicht. Hier, Schankwirt. Können wir hier einkehren? Hallo Freunde, seid willkommen. Bei mir ist das Bier billig. Euch ganz viel zu Hause. Versucht nur nicht, die Einheimischen gegen euch aufzubringen, in Ordnung? Als hätte man uns mal vor dem anderen Etablissement sagen sollen. Die Zeiten sind ohnehin schon schlimm genug und das Letzte, was die Leute brauchen, ist noch mehr Ärger, als sie ohnehin schon haben. Was kann ich für euch tun? Auch er hat ordentliche Zimmer. Na dann. Dann wird hier eingekehrt. Die müden Knochen von den Strapazen der Wanderschaft erholt. Und es wird auch ein bisschen was geschluckt. Er hat Serloner Topaswein. Ich glaube, Gaskrin ist eher so der Weintyp. Oh, Rubinwein aus Westor, her damit. Ah, schmeckt gut. Hat aber sonst keine weitere Wirkung. Nun gut, danke Herr Wirt. Bei der Gelegenheit, es ist ja jetzt mitten in der Nacht, ist natürlich immerhin wieder mal rumgelaufen. Hat sich umgeschaut. Das ist nicht Gurkes Truhe.
Und hier oben, wo die Helden auch geschlafen haben, irgendwo, hat sie sich währenddessen auch mal umgeschaut. Natürlich nur, um ihre Ortskenntnis zu erhöhen, aus keinem anderen Grund. Hat aber nichts Entsprechendes gesehen. Nichts, was hier ihre Aufmerksamkeit gefesselt hätte. Gibt es noch eine andere Treppe nach oben? Oh ja, die gibt es. Denn ich verschwinde jetzt. Sogar zwei. Was haben wir hier? Ich hab genug davon. Weitere Zimmer, da schläft einer. Zimmer ohne Türen. Und da ist jemand namens Ogi Wischem. Naja, gut. Gehen wir hier mal raus. Ja, und im Laufe des Abends, bevor sie schlafen gegangen sind, sind die Helden auch nochmal mit jemandem ins Gespräch gekommen, nämlich ja, ich kümmere mich gleich Jornin, der Folgendes zu erzählen hatte. Ja? Die haben es mir ganz schön gegeben, diese Halboger. Eine Gruppe von ihnen rottet sich in den Bergen südwestlich von hier zusammen. Wenn ihr für etwas Gerechtigkeit sorgen könntet, würde das meinem Stolz gut tun. Und damit Halboger nahe Beregost eine weitere Queste. Ein Paladin, der sich zurzeit im windigen Schwindler in Beregost von seinen Wunden erholt, hat mich gebeten, eine Bande von Halbogern zu vertreiben. Seinem Bericht nach sollen sie sich in den Hügeln südlich bis südwestlich der Stadt verschanzt haben. Mhm. Und ja, Khalid und Jahira raten dazu. Was auch, habt ihr dieses Mal für mich? Steht ganz oben auf meiner Liste. Hier in Beregost schon. Bin euch weit voraus, Chef. Ja, entsprechender Nachforschungen anzustellen, was die entsprechenden Leute angeht, ja. Die Reisenden, die vielleicht was von Neshkel wissen. Und Ogi Wischem sieht so aus, als könnte er was wissen. Er ist immer noch da unten. Wen meint ihr? Diesen Bjornin. Ich fühle, wie er mich anstarrt. Er ist ein Paladin, wisst ihr? Die sind nicht richtig im Kopf. Die sehen einen nur an und man ist abgestempelt. Da haben sie doch gar kein Recht zu. Gaskrin überlegt und denkt dann, wow, ganz Unrecht hat er nicht. Na, ich weiß, was ihr meint. Ganz schön arrogant von ihnen. Genau, wie sie einen ansehen. Ich gehe jedenfalls nicht darunter, bis er nicht weg ist. Er kriegt mich auf gar keinen Fall. Hat er euch bedroht? Ja, nein, aber ich weiß, dass er nach mir sucht. Warum sollte er denn sonst hier unten sein? Klar, er sagt zwar, dass er sich ausruht und mit den Einheimischen plaudert, aber ich weiß einfach, dass er wegen mir hier ist. Also, ich bleibe jedenfalls so lange hier oben, bis er weg ist. Oh, was wollte Gaskurin hier sagen? Schwierig. Muss ich würfeln. 1 oder 2? 1 bis 10, 1. 11 bis 20, 2. 4, 1. Also, warum kommt er dann nicht einfach hoch und holt euch, wenn ihm so viel an euch liegt? Also, damit macht man es sich doch zu leicht, oder? Nein, nein. Er will, dass ich hier oben sitze und mich frage, ob er wohl weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich hier oben sitze und weiß, was er weiß. Ich weiß es einfach. Habt ihr mit jemandem darüber gesprochen? Ihr seht erregt aus. Laut neuesten Erkenntnissen ist ein Käfig voller Affen nicht nur halb so lustig wie bisher behauptet, sondern einfach grässlich. Okay. Wiedersehen. Der letzte Satz hat Gaskurin sehr verunsichert. Also, ja, ich kümmere mich gleich drum. Gehen mal lieber.
Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aber die Neugier siegt. Oh, aber der lässt sich gar nicht auf diesen komischen Kauz da oben ansprechen. Nun gut. Dann haben die Helden also sich ausgeruht und sind wieder drauf und dran, Beregos zu verlassen, wenn sie denn ihren Wegpunkt finden. Ey, ihr Mäuse, was macht ihr denn ja, da? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Wer ist denn das? Gascoigne. Bin euch weit voraus, Chef. Wohl, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr euch da jetzt... Ihr braucht meine Hilfe? ...nicht voneinander lösen könnt. So, einer dahin. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Und der andere dahin. So, also. Ich tue mein Bestes. Die Helden sind ausgeruht und sind guter Dinge, dass sie es bis Sonnenaufgang in Richtung des Ortes des Hinterhalts schaffen, um dort nochmal sich anzuschauen, was eigentlich so passiert ist. Na gut, Sonnenaufgang ist, sagen wir, bevor es Mittag ist, sind sie dort und können in gutem Licht nochmal ein paar Nachforschungen anstellen und auch diesen beiden potenziellen Agenten des Feindes auf den Zahn fühlen. Und ob den Helden das gelingt, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin!